Hallo Freunde, willkommen zurück hier bei Dark Souls 2 in der Scholar of the First Sin Edition. Wir sind heute dabei, hier bei MacDuffs Werkstatt unsere Ausrüstung zu verstärken. Und zwar verstärke ich das Drenleg Kettenhemd. Und ich überlege, ob ich den Varrager Helm nochmal verstärke. Ja, komm, große Titanitscherbe. Einmal verstärken ist in Ordnung. So, können wir unseren Bogen noch mal verstärken? Ne, wir brauchen noch einen fossilen Drachenknochen dafür. Kriegen wir bestimmt noch. Ach so, weshalb ich eigentlich hier war, ich wollte noch mal Pfeile kaufen. Wir haben zwar noch 80, aber man weiß ja nie. Gegenstand kaufen. MacDuff ist auch der Einzige, der unendlich Pfeile hat. Ne, 170 vielleicht nicht. Aber machen wir mal so, keine Ahnung. Er hätte andersrum gehen sollen. Gesagt, so machen wir mal so 80 Pfeile nochmal. Oder 70. Ja, 2100 Seelen. Dann schreiben wir nochmal kurz nach Majula. Weil ihr habt ja gesehen in der letzten Folge, wir lutschen die Lebenssteine ja wie Bonbons in diesem Gebiet. Deshalb sollten wir unbedingt gucken, dass wir noch ein paar Lebenssteine einkaufen. Ansonsten sehe ich da Black, ne? Sehe ich da Schwarz. Gucken wir mal, dass wir hier die schwindenden Seelen benutzen. Die 8 Stück, die geben ja, glaube ich, nur 50 pro Seele. Ja, genau. Und die Seele des stolzen Ritters benutzen wir auch mal. Für 3000, genau. Dann können wir nämlich dann können wir 21 Lebenssteine kaufen. Und damit kommen wir doch schon mal wieder relativ weit. Was kostet eigentlich für mich ein Level? Gute Frau, kann ich sie mal kurz anhauen? Sagen Sie mir, was ein Level kostet für mich. Ein Level kostet 10.903. Gut. Da schauen wir doch mal. Und zwar, ja, jetzt natürlich wieder die Frage, genau, die Minen. Da geht's nämlich heute weiter in den Minen. Wir haben letzte Mal haben wir hier die drei Käfer besiegt, also die drei. Ihr wisst schon. Ihr wisst schon, was ich meine. Und dann gucken wir doch mal. Hier ist nämlich eine Leiter. Letztes Mal sind wir in das eine Loch gefallen. Da gibt es nämlich. Da funktioniert die Leiter nicht. Warum klettert er nicht? Ist der Korb hier im Weg oder wie? Ja, habt ihr gesehen, er war jetzt so ein bisschen gerade stuck in der Animation, ne? So. Ja, und da geht's schon wieder los. Wir sind schon wieder vergiftet. Aber lasst euch von dem Gift einfach nicht einschüchtern. Seele eines stolzen Soldaten. Oh, hier gibt's eine Leiter nach oben. Ach, guckt an, da ist auch noch ein Skelett. Einfach so ein Lebensteinchen schlucken. So, prüfen, ob die Truhe eine Mimik ist. Nein, ist sie nicht. Ist sie nicht. Giftstein und faules Harz. So, wir warten, bis das Vergiften einmal weg ist. Trinken noch, lutschen noch mal kurz so ein Estus-Flask aus. Nimm, 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 nimm. Lecker, lecker, lecker. Können wir das Kletter unten anvisieren? Ne, können wir nicht. Es ist ja auch eine Suppe hier. Ja, nö. Bleib du mal für dich, kleines Skelett. Es tut mir leid, aber wir können leider keine Freunde werden. Ist ein bisschen schade für das Skelett. Also ich habe mir echt für das Skelett gewünscht, dass das Skelett Freunde wird mit jemandem, aber irgendwie, nee. Ist das wohl nicht der Fall. So, hier sind wieder Blutspuren. Da geht's rüber, da kommen wir aber nicht zurück. Mag ich ja gar nicht, wenn ich nicht zurückkomme. Gucken wir mal, was es hier so gibt. Ach, okay, da ist die Truhe. Oha, oha, einer von den Dicken. Der macht bestimmt guten Schaden. Ei. Hab ich gesagt, wenn du dich mir nicht näherst, mein Freund, habe ich auch kein Problem mit dich zu schießen. Oh. Ich meine, es ist ja eigentlich nur fair, wenn ich den Bogen gegen ihn benutze. Ich meine, er benutzt ja auch Fernkampf. Ziemlich heftig noch dazu, ja. Auf. Puh. Verdammt, ja. Das war blöd von mir. Aber gut, wir wissen jetzt, was uns da jetzt erwartet.
Nämlich unser kleiner Freund. Gut, dass wir Pfeile gekauft haben. Denn Pfeile sind wichtig. Ich werde auch, wie gesagt, das habe ich in der letzten Folge schon ein paar Mal gesagt, ich werde diesen Bogen hier, glaube ich, bis zum Maximum verbessern. Einfach weil aktuell haben wir noch keine andere gute Endboss-Waffe. Oder zumindest keine, die mich interessiert. Die meisten Endboss-Waffen habe ich gesehen, das sind halt so schwere Zweihänder. Da habe ich halt persönlich eigentlich gar keine Lust drauf. Kommt gleich der Reiter oben, bekommt er dann mehr Schaden? Das wüsste ich halt gerne. Ja, also auf die schweren Zweikampfwaffen weiß ich nicht. Das ist halt gar nicht so meins. Hm. 231. Er bekommt überall 231 Schaden anscheinend. Das ist ein richtig heftiger Spell, den er hat. So, hier hinter ist jetzt auch noch was. Komm schon, das kannst du doch kaputt. Hm, okay, oder auch nicht. Ach, ich glaube, das hätte er für uns machen müssen. Ich glaube, da hätten wir ihn hier hinlocken müssen und er hätte gegen die Wand prügeln müssen oder so. Dann, ja, es gibt so ein paar Wände, da ist es so. Das habe ich durch Zufall mal rausgefunden in einer Folge. Na gut, gucken wir mal, was hier so ist. Wow, 2, 3 von denen. Wow. Oha. Das wird ja jetzt hier was. Das wird jetzt hier Ringelpiez mit anfassen. Oha, oha, Freunde. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Seht ihr, die haben jetzt hier diese Minenschächte geöffnet. Nee. Wisst ihr was? Ich habe einen Bogen und ich werde ihn benutzen. Daneben. Oh, wer will noch was? Oh, 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 oh. Ne, wir machen das. Wir bleiben dabei. Grüne Blüte. Gut, wir sammeln es auf. Warum? Weil wir es können. Daneben. Ja, das hat auch ganz gut funktioniert eigentlich. Irgendwie haben wir doch so einen Doppelangriff mal gemacht. Ich brauche echt unbedingt mehr Ausdauer. Es ist echt nicht schön, dass wir hier teilweise, nach 3 Schlägen schon außer Puste sind. So, du mein Freund. Ja gut, jetzt haben wir hier nicht alle Gänge auf. Ah, okay, das geht bei denen auch so. Lebensstein 5-mal. Cool, cool, cool. Dann haben wir jetzt 63 Lebenssteine. Einfallspinselgewürz. Ja, wir trinken trotzdem die Estus, wenn es die Zeit ist erlaubt. Das heißt, wenn wir nicht vergiftet sind, ist es Zeit für eine Estus. Große Seelen eines tapferen Kriegers und schimmernder Lebensstein. Titanitscherbe. Gut. Versteinertes etwas. Ja, wir müssen echt demnächst mal wieder zu Dina und Hilo. Komm schon. So, und was erwartet uns hier außer Gift? Schatz voraus, aber Mut wird benötigt. Ich weiß ja nicht, hier sind so viele Blutlachen. Ich glaube nicht, dass hier ein Schatz voraus ist. Ich denke eher, das ist ein Hoax. Wagt es ja nicht. Übrigens, Bedauern voraus. Ja, da haben wir es halt nämlich. Wagt es ja nicht. Aber es ist halt auch... Das waren hier... Die Blutlachen haben mir gerade schon angezeigt, dass wenn ich da runterspringe, ich einfach nur sterbe. Also das brauchen wir halt gar nicht ausprobieren. Also, ne, auf so Tricks von so Spielern, ja, müssen wir da gar nicht reinfallen. Jetzt müssen wir mal gucken, haben wir jetzt hier alles? Ich will nochmal kurz prüfen, den. Ach, guck an. Große Titanitscherbe. Sehr gut. Das
Hätte uns doch geärgert, wenn wir die verpasst hätten. Beziehungsweise, nee, geärgert hätte es uns nicht, weil wir hätten es ja nie mitgekriegt. Ja, so ist das halt. Okay, dann haben wir doch, glaube ich, hier irgendwo den Ausgang gerade entdeckt. Wenn mich nicht alles täuscht, if I'm not mistaken. Genau, hier geht es nämlich wieder raus, hier geht es nämlich wieder zurück. Ich will aber jetzt noch einmal gucken, ob wir das nicht schaffen, dass er uns da die Wand freiboxt, der Typ. Hey, ihr wisst, was ich meine. Wir packen uns einmal hin, damit der respawnt und damit unsere Ausrüstungsgegenstände repariert werden. So, und jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, ob es nichts zu schauen gibt. Das ist ein selbstkomponiertes Lied von mir. So, da ist er nämlich, unser Freund. Hallo. Hello again. Genau, und eigentlich muss er nur einmal hier draufhauen. Sprich, wir bleiben jetzt hier stehen und gucken. Ich weiß nicht, ob er das vielleicht auch mit seinem Zauber machen kann. Eieiei. Ne, der Zauber reicht auf jeden Fall nicht dafür. Das hätten wir dann auch schon mal geklärt. Gut. Dann lass uns bitte wieder hier rein. Und dann hoffe ich, dass du einmal so zuschlägst. Komm, bitte. Hier. Hier. Hat er das Ding jetzt aufgemacht? Ja, sehr gut. Nee. Deine schwarze Magie prallt an Wänden ab. So geht das doch. Seele eines verlorenen Untoten. Eine Fackel. Schimmernder Lebensstein, glatter seidiger Stein. Pike eines alten Ritters, Großschild des alten Ritters. Ja, wir arbeiten ja nicht so mit Schilden, ist ja eher nicht so unseres. Wir sind ja eher der Zweihand-Typ. Zweihand-Typ. Das wird auch auf unserem Grabstein stehen. Der Zweihand-Typ. Hurra für reines Glück, kurz gesagt Hilfe. Nee, Hilfe brauchen wir nicht. Haben die Käfer auch so bekommen, ne? Ah, ja. Okay, hier ist das nächste Giftgebiet. Und hier ist wieder... Ist das so eine Flammenhexe? Wenn ja, wo? Wo steht sie? Aua! Schmeißt uns das Zeug auf den Kopf. Ist ja richtig gemein. Wenn man mal drüber nachdenkt. So. Dann, my friend and Copperstinger. Oder Copperstitcher, ich weiß es gar nicht. Mein Freund und Kupferstecher. Hier, nimm das. Und das. Und weißt du, ich habe mir gerade überlegt, du nimmst noch das. Oh. Hier, das nimmst du noch. Und weil es heute so schönes Wetter draußen ist, nimmst du noch das. Und das. Und einen davon noch. Einen davon habe ich gesagt. Oh, hahaha, Flammenfrau hat daneben geschossen. So, beim zweiten visieren wir halt direkt an. Ich fürchte, dass in dem Film gleich auch wieder Gegner auftauchen. Das heißt, wir haben Gegner von vorn und wir werden bombardiert. Das ist eigentlich super fies, wenn man mal drüber nachdenkt. Da oben steht auch einer auf der Brücke. Wollen wir den auch mal kurz hier holen? Oh ja, der sieht auch schon grimmig aus. Dann haben wir auch schon mal hier einen weniger, um den wir uns gleich kümmern müssen. Ja, was möchtest du? Kann ich was für dich tun? Oha. Ja. Wohl, er macht weniger Schaden mit dem Hammer, als ich gedacht habe, bin ich ganz ehrlich. Ich bin echt davon ausgegangen, dass er halt mehr macht. So, jetzt hier wieder das alte Spiel mit den Lebenssteinen. Hm, okay, da können wir so nicht rein. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Ach, guck an. Ja, wir sind vergiftet. Wohl auch nicht zum letzten Mal. Blutungsstein. Titanitscherbe. Glatter seidiger Stein. Titanitscherbe. Ach ja, wenn es so weitergeht, dann ist ja alles tutti. Nochmal ein Lebenssteinchen reinschmeißen. Titanitscherbe. Modachi. Ein Skelett.
ein kleines Lebenssteinchen für uns. Drachenamulett. Oh, Drachenamulett. Titanitscherbe. Gut. Ich glaube, wir haben alles soweit. Ich schmeiß uns noch eine Estus rein. Menschenbild und große Titanitscherbe. Sehr gut. Mal, dass wir hier gegenrengen. Verdammt, ach, kommen wir da gar nicht rum? Ich dachte, hier gibt's. Nee. Also, irgendwo muss es hier noch einen Weg geben, dass wir da vorne hinkommen. Vielleicht doch durch das eine Loch, durch das wir nicht durch wollten. Ja, aber da müsste ich mir den Weg jetzt nochmal freiprügeln. Sehe ich ehrlich gesagt nicht, Freunde. Das sehe ich nicht. Ich überlege, ob ich zum Leuchtfeuer zurückgehe, damit unsere Waffen wieder repariert sind und unsere Estus wieder aufgefüllt. Aber nee, aber nicht. Ah, nicht getroffen. Wow! Ist auch ein ganz gemeiner. Hier sind Vasen. Sehr schön. Und unser Freund hat sich ja auch direkt mal vergiftet. Ja, Freund ist ja so eine Sache hier, ne? Auf jeden Fall die Blutlachen lassen davon ausgehen, dass ich nicht der Erste bin, der sich hier vergiftet. Hirtenspitze. Ach Gott, da oben steht schon wieder so eine Fächerfrau. Hi, hi, hi. Komm, komm, mein Freund. Zadermännchen. Sterbe ich hier, wenn ich hier. Das ist ganz normales Wasser. Ah, ne, das ist auch Wasser, das uns vergiftet. Wow, warum werden wir immer noch vergiftet? Achso, wir haben es wieder an unseren Klamotten dran. Ich sehe schon. Reparaturpulver. Sehr gut. Nachricht lesen. Gelobt sei die Sonne. Sehr gut. Die nette Dame. Warten wir kurz, bis das Gift austimt und ich mir die Estus nehmen kann. Still on the road. Sorry to have burdened you so. This is for you. By way of an apology. Hartstahlring, okay. My memories are fading. Oldest first. The curse is doing its work upon me. I am frightened. Terribly so. If ever you should fade, what would be left of me? I had an older brother. We learned to fence together. He became the most decorated swordsman in all of Mira. I never even compared to him. In fact, I never beat him. Not once. But then, one day, he was gone. Lost without a trace. Now I'm certain that he was taken by the curse. If only someone would hear my tale. My brother must have come here, too. Soon I may forget even about him. If only someone would hear my tale. Oh, es ist ja voll traurig, was Lucatiel uns hier erzählt. Ich finde es ja auch nett. Ich habe auch letztens irgendwo gelesen, dass man NPCs zu einem Kampf beschwören kann, aber ich glaube, dafür muss ich menschlich sein. Schlüssel wird benötigt und dann Hurra für Ringen, okay? Wie viele Weisheitsverkünder haben wir denn? Einen. Ja, okay. Wir machen es einfach. Hier, nimm das. Nom, nom, nom. Leckerer Weisheitsverkünder. Aber nochmal Check auf Mimik. Keine Mimik. Gut.
Giftbissring und Seele eines stolzen Ritters. Was macht der Giftbissring? Macht er uns immun gegen Gift? Oder zumindest teilimmun? So, Hartschallring plus 1. Erhöht die körperliche Abwehr. Okay. Vielleicht gar nicht so schlecht für uns. Moment. Verlangsamt den Zerfall von Giftbissring. Erhöht Giftresistenz. Ja, super. Nehmen wir den doch. Die Frage ist nur, welchen wir dafür ab. Ring der Wiederherstellung gibt uns Leben. Das erhöht unser maximales Leben. Ich glaube, wir tauschen die beiden aus. Und körperliche Abwehr erhöhen ist auch gar nicht verkehrt hier. Wenn wir den. Ja, war es denn jetzt? Da, Hartschallring plus 1. Ah, dann haben wir aber 70,3 Auslastung. Hahaha. Ha, ha. Dann machen wir die Fat Roll, ne? Ja. Ne, das können wir gerade nicht machen. Müssen wir Belastungen hochskillen. Dann können wir das tun. Ja, ja, gut. Okay. Okay. Ja, wie gesagt, um sie zum Kampf heraufzubeschwören, müsste ich menschlich sein. Ja, ich überlege, ob wir das... Wow. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's für die Folge. In der nächsten Folge versuchen wir es erneut. Danke, dass ihr zugeschaut habt.